Der Kauf eines Autos gehört für die allermeisten Menschen zu den größten Investitionen, die man so macht. Und als Selbstständiger hast du die Möglichkeit, dein Auto nicht nur privat zu kaufen, sondern du kannst dieses Auto auch mit deinem Unternehmen als Firmenwagen kaufen. Und das erhöht natürlich zumindest die steuerliche Komplexität ganz erheblich. Und deswegen gibt es ein paar Dinge und ein paar Schritte, die du einhalten solltest, wenn du als Selbstständiger einen Firmenwagen kaufen solltest. Was du beachten solltest, vor allem steuerlich, erfährst du in diesem Video. Du möchtest dir ein neues Auto anschaffen? Herzlichen Glückwunsch! Ich weiß, wie toll es ist, sich unterschiedliche Autos anzuschauen, Probe zu fahren und so weiter. Was du als Selbstständiger aber nicht vernachlässigen solltest, ist das ganze Thema Steuern. Und zwar gibt es genau zwei Möglichkeiten, wie du die privaten Fahrten deines Firmen-Kfz versteuern kannst. Und zwar erstens die 1%-Methode, die ist einfacher, aber meistens auch deutlich teurer, oder die Fahrtenbuchmethode, die ist günstiger, aber leider aufwendiger, weil du dieses blöde Ding normalerweise führen musst. Aber du kannst auch das elektronische Fahrtenbuch von Wimka verwenden. Das elektronische Fahrtenbuch macht dieses Ding vollkommen überflüssig und führt sich quasi wie von allein. Das heißt, sobald du das Auto bewegst, werden die Fahrten mitgetrackt. Und später kannst du dann über die mobile App oder über die Browser-Version einfach die Fahrten kategorisieren, den Zweck angeben und so weiter. Das heißt, mit Wimka ist das Fahrtenbuch nicht nur günstiger, sondern tatsächlich auch einfacher. Klick mal unten in den ersten Link in der Videobeschreibung und teste Wimka kostenlos. Den ersten Schritt würde ich mal Bedarfsermittlung nennen. Und zwar solltest du dir überlegen, welche Arten von Fahrten möchtest du eigentlich mit diesem Auto machen? Also welche Arten von privaten Fahrten, auch Kurz- oder Langstrecke, und welche beruflichen Fahrten. Und natürlich solltest du dir dann auch überlegen, was sowohl so deine wahrscheinliche Fahrleistung ist. Das Ganze ist natürlich super einfach, wenn du schon ein Auto hast und jetzt einfach nur ein neues Auto kaufst, dann kannst du nämlich einfach auf die Ist-Zahlen schauen. Wenn du komplett neu startest mit deiner Selbstständigkeit und weißt, dass du jetzt viel fahren wirst und viele Kundentermine hast, dann ist das Ganze ein bisschen schwieriger einzuschätzen. Es ist aber ganz wichtig, weil je nachdem, wie viel du das Auto beruflich oder privat nutzt, hast du unterschiedliche Möglichkeiten, diesen Firmenwagen zu versteuern. Und unter Umständen hast du gar keine Möglichkeit, dieses Auto als Firmenwagen zu kaufen. Dazu kommen wir aber gleich noch. Und abhängig von dem Einsatz und der geplanten Laufleistung kannst du dir natürlich jetzt grob erstmal überlegen, welcher Fahrzeugtyp kommt für dich überhaupt in Frage. Und ich vermute, du hast sowieso schon so ein Modell im Kopf. Meistens passiert das so, dass wenn man sich ein Auto kaufen möchte, dass man sich erst emotional verliebt und dann anschließend die rationalen Überlegungen nachzieht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Wichtig ist aber, dass du es dir trotzdem einmal überlegst. Denn wir haben drei unterschiedliche Szenarien beim Kauf eines Autos. Wenn du weniger als 10% betriebliche Fahrten mit deinem Auto hast, dann hast du keine Möglichkeit, dieses Auto als Firmenwagen anzuschaffen. Das heißt, dann musst du das Auto privat kaufen. Dann kannst du übrigens trotzdem noch die betrieblichen Fahrten deines privaten Autos als Geschäftsausgabe absetzen. Dazu gibt es ein anderes Video, das verlinke ich dir einmal oben rechts. Das wird hier den Rahmen sprengen. Wenn die geplante betriebliche Nutzung zwischen 10% und 50% liegt, dann kannst du dich frei entscheiden, ob du das Auto lieber privat kaufst oder für dein Unternehmen kaufst. Das heißt, dann hast du ein Wahlrecht, und wenn du dein Auto zu mehr als 50% für deine Selbstständigkeit nutzt, dann musst du es tatsächlich ins Betriebsvermögen aufnehmen. Wenn du das erledigt hast, dann kommen wir zum zweiten Schritt, und zwar der Budgetplanung. Und die ist wirklich extrem wichtig. Denn es gibt, ich würde mal sagen, in Bezug auf das Auto, im Internet und auch so in so Gesprächen unglaublich viele Mythen und dramatische Irrtümer rund um das ganze Thema Firmenwagen. Und mein dringender Appell an dieser Stelle ist, ich rede auf diesem Kanal relativ viel über Steuern. Aber kauf dir niemals ein Auto, weil es dir vermeintlich irgendwie Steuern spart oder das Finanzamt das Auto zahlt und so weiter. Rechne dir dein Auto einfach mal systematisch durch. Du findest übrigens unten in der Videobeschreibung ein Excel-Tool, da kannst du einfach mal deine gesamten Zahlen eintragen, und dann sagt dir dieses Tool, wie viel du versteuern musst. Wenn du einen Firmenwagen kaufst, dann ist die Anschaffung ja eine Betriebsausgabe, und diese Betriebsausgabe kannst du dann von der Steuer absetzen. In der Regel nicht sofort, sondern du musst diese Anschaffungskosten verteilen über mehrere Jahre. Aber du kannst diese Kosten von der Steuer absetzen. Das klingt erstmal gut. Wichtig ist an dieser Stelle, dass die Kosten für dein Auto selbstverständlich deine Steuern reduzieren, weil mehr Kosten führt zu weniger Gewinn und weniger Gewinn führt automatisch zu weniger Steuern. Aber du sparst Steuern nur in Höhe deines persönlichen Steuersatzes. Das heißt, wenn du jetzt Kosten von 1.000 Euro im Monat produzierst durch dein Auto und dein Steuersatz liegt bei 30%, dann zahlst du von diesen 1.000 Euro 300 Euro weniger Steuern, aber
Die anderen 700 Euro müssen ja trotzdem noch gezahlt werden. Es gibt keine Szenarien, wo das Finanzamt dein Auto wie von alleine bezahlt. Weil neben diesem Aspekt kommt noch ein anderer Aspekt dazu. Und zwar musst du die privaten Fahrten, die du machst mit deinem Firmenwagen, also mit dem Firmenequipment, die musst du versteuern. Deswegen dieser ganze Satz, das Finanzamt zahlt mein Firmenwagen, ist einfach Bullshit. Muss man einfach so sagen. Deswegen, im zweiten Schritt, mach dir unbedingt eine Kalkulation, überlege dir, wie viel Auto kannst du dir eigentlich leisten. Und da ist es tatsächlich dann auch vollkommen egal, ob du das Auto kaufst, ob du das finanzierst, ob du das leasst, ob du das mietest. Schau dir natürlich einmal die Anschaffungskosten an, aber auch die laufenden Kosten. Weil wenn du ein Auto als Firmenwagen anschaffst, dann kannst du auch die laufenden Kosten, also Versicherungen und Sprit und Reparaturen und so weiter, die kannst du dann alle als Betriebsausgabe erfassen. Das geht. Du solltest hier eine Betriebswirtschaft sinnvolle Entscheidung treffen und nicht eine Entscheidung, die wegen irgendwelchen ominösen Steuergeschichten potenziell vielleicht interessant sein könnte. Ein Auto, was betriebswirtschaftlich keinen Sinn ergibt, aber nur wegen Steuern Sinn ergibt, solltest du dir nicht kaufen. Nachdem du deine Budgetplanung abgeschlossen hast und weißt, wie viel Auto du dir leisten kannst, kommen wir zum nächsten Schritt und der nächste Schritt sind so die rechtlichen und steuerlichen Rahmenbedingungen, die du kennen solltest. Zunächst erstmal zu den rechtlichen Rahmenbedingungen. Es ist nämlich so, dass es einige Gewerbeleasing-Angebote gibt, die sind deutlich attraktiver als private Leasing-Angebote. Und deswegen kann es tatsächlich sein, dass es deutlich sinnvoller ist, sich einen Firmenwagen zu leasen, als einen Privatwagen zu leasen. Und wenn du dein Auto als Firmenwagen anschaffst, dann hast du natürlich auch als Selbstständiger die Möglichkeit, so einen Gewerbeleasingvertrag abzuschließen. Das kann tatsächlich dazu führen, dass das Ganze für dich finanziell attraktiver ist. Und damit kommen wir zu dem ganzen steuerlichen Part. Gehen wir jetzt mal davon aus, du kaufst oder leasst ein Auto als Firmenwagen. Und alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto entstehen, sind jetzt Betriebsausgaben. Du musst jetzt tatsächlich die privaten Fahrten mit diesem Firmenwagen von der Steuer absetzen. Denn du zahlst jetzt hier alle Kosten, egal welche Autokosten, immer aus der Buchhaltung. Das Finanzamt schenkt dir natürlich nicht diese Kosten einfach, sondern sie möchte schon, dass du die private Nutzung irgendwie rausrechnest. Und dafür muss irgendwie ein privater Nutzungsanteil ausgerechnet werden. Und da gibt es einen echt schönen Rechner von Wimka, den verlinke ich dir einmal unten in der Videobeschreibung und den schauen wir uns einfach einmal an. Und zwar schauen wir uns jetzt hier mal ein Beispiel an und zwar ein Audi A6, den ich anschaffen möchte als Firmenwagen mit einem Bruttolistenpreis und einem tatsächlichen Bruttopreis, mit meinen Wegen zur Wohnung und zur Arbeit, mit meiner Kilometerleistung pro Jahr und meiner Privatnutzung. Und ich möchte dieses Auto jetzt betrieblich nutzen. Die einfachste Möglichkeit, die private Nutzung meines Firmenwagens auszurechnen, ist die 1%-Methode. Bei der 1%-Methode nimmt man 1% des Bruttolistenpreises und muss quasi 1% des Bruttolistenpreises jeden Monat versteuern. Klingt jetzt so ein bisschen irgendwie zufällig, ein bisschen an den Haaren herbeigezogen. Ist es ehrlicherweise auch. Das ist nur eine ganz grobe Pauschalierung. Das heißt, dann musst du nichts genau dokumentieren. Und das ist jetzt in meinem ganz konkreten Beispiel, führt das dazu, dass ich quasi pro Jahr auf meinen Gewinn, den ich in meiner Selbstständigkeit mache, nochmal draufrechnen muss, 9.688 Euro. Das ist quasi der pauschal berechnete Wert meiner privaten Nutzungen. Und das führt dann zu einer monatlichen Steuer von 363 Euro. Das ist eine Steuer, die ich jeden Monat pauschal bezahlen muss, dafür, dass ich quasi das Firmenequipment, den Firmenwagen auch privat benutzen darf. Das ist zugegebenermaßen in der Praxis nicht so besonders akkurat. Wie soll's das auch? Die Berechnungsgrundlage ist irgendwie ein Bruttolistenpreis, das aber eher so ein theoretischer Preis ist, weil tatsächlich habe ich eigentlich einen ganz anderen Preis gezahlt. Aber es ist so eine Möglichkeit, die gesetzlich richtig ist. Die genauere Möglichkeit wäre natürlich, wenn ich jetzt einfach jede Fahrt aufschreiben würde. Und dann würde ich ja genau wissen, zu wie viel Prozent ich dieses Auto privat und zu wie viel Prozent ich dieses Auto geschäftlich genutzt habe. Und dann könnte ich zum Beispiel bei 30% privater Nutzung ja einfach 30% der Ausgaben für das Auto privat tragen und dann hätte ich ja das korrekte Ergebnis. Und diese Methode, das genau so zu machen, heißt Fahrtenbuchmethode. Und natürlich gibt es einfache Arten und Weisen, so ein Fahrtenbuch zu führen. Und zwar zum Beispiel elektronisch mit dem elektronischen Fahrtenbuch von Wimka. Kriegt man so einen kleinen Stecker, den steckt man bei sich im Auto und dann zeichnet Wimka automatisch per GPS
jetzt jede einzelne Fahrt auf und dann muss man eigentlich die Fahrt nur noch kategorisieren, war es jetzt betrieblich und privat und so ein paar zusätzliche Informationen eintragen. Das Ganze geht dann aber deutlich einfacher. Und anhand dieses Beispiels, ich blende es gerne noch einmal ein, würde ich dann keine Gewinnerhöhung, also keinen fiktiven Umsatz für die Privatnutzung des Firmenwagens von 9.688 Euro haben, sondern die private Nutzung hätte dann nur noch einen Wert von 7.079 Euro. Und das führt dann zu einer Steuerbelastung monatlich von 265 Euro, was ja ungefähr 100 Euro weniger Steuern pro Monat sind. Auf ein Jahr gerechnet also 1.174 Euro Steuern weniger, wenn ich das Fahrtenbuch führe. Wichtiger Hinweis an dieser Stelle, das ist natürlich ein Berechnungsbeispiel. Rechne das Ganze unbedingt einmal für dich aus. Du findest den Rechner unten in der Videobeschreibung verlinkt. Der ist kostenlos, du musst dich dafür nicht mal registrieren. Klick da einfach mal drauf, trag deine Zahlen ein und dann bekommst du ein Gefühl dafür, wie viel Steuern du bezahlen musst und ob eventuell ein Fahrtenbuch für dich günstiger wäre. Und wenn wir den ganzen Schritt erledigt haben, also wenn wir diese ganzen rechtlichen und steuerrechtlichen Dinge erstmal verstanden haben, dann kommen wir zum vierten Schritt und der vierte Schritt ist der, der Spaß macht. Und zwar suchen wir uns einfach ein Auto aus. Das heißt, du schaust dir Angebote an, du recherchierst, du machst Probefahrten und so weiter und entscheidest dich am Ende für ein Auto. Also das ist relativ einfach. Du suchst dir einfach nur ein Auto aus und ich glaube, dazu muss ich nicht so viel sagen. Da gibt es auch andere Experten und das ist meistens auch der spaßige Schritt. Der nächste Schritt ist dann zumindest für die Steuer wieder relevanter und zwar geht es um die Kaufabwicklung und die Finanzierung. Und zwar gibt es einen Punkt, den du gleich als erstes beachten solltest, den du eigentlich auch schon beachten kannst, wenn du nach den Autos recherchierst. Und zwar hast du, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist in deinem Unternehmen, bei der Autoanschaffung einen Vorsteuerabzug. Und der ist natürlich sehr interessant, denn die Vorsteuer sind die 19% Umsatzsteuer, die dir in Rechnung gestellt werden. Die kannst du dir vom Finanzamt wiederholen, wenn du umsatzsteuerpflichtig bist. Und das ist natürlich wahnsinnig viel, wenn wir hier über ein Auto sprechen. Gehen wir mal davon aus, du kaufst ein Auto für 50.000 Euro netto plus 19% Umsatzsteuer. 19% Umsatzsteuer von 50.000 Euro sind 9.500 Euro. Und diese 9.500 Euro bekommst du einfach von dem Finanzamt wieder zurückerstattet. Das bedeutet, du kannst dir eigentlich ein Auto für 60.000 Euro kaufen und kriegst dann 10.000 Euro, also ungefähr 10.000 Euro vom Finanzamt zurück. Und das ist natürlich wahnsinnig interessant. Und deswegen solltest du bei der Recherche und Auswahl des Autos unbedingt darauf achten, ob es ein Privatverkäufer oder ein Unternehmen ist, von dem du das Auto kaufst. Weil Privatverkäufer können dir keine Umsatzsteuer ausweisen. Das heißt, wenn du ein Auto siehst, was 60.000 Euro kostet und das wird von privat verkauft, heißt das für dich 60.000 Euro Kosten. Du kriegst keine Rechnung mit ausgewiesener Umsatzsteuer. Wenn du aber ein Auto siehst, für 60.000 Euro und das wird von einem Unternehmen verkauft, kannst du im Kopf quasi die 19% Umsatzsteuer rausrechnen und das sind dann ungefähr 10.000 Euro bei dem Preis. Das heißt, dann weißt du, dass dieses Auto für dich signifikant günstiger ist. Und dann gehst du hin und kaufst dieses Auto. Und natürlich solltest du jetzt auch da erstmal die Finanzierungsangebote, die Leasingangebote erstmal nach, ich würde mal sagen, betriebswirtschaftlichen Gesichtspunkten bewerten. Such dir da das günstigste Angebot raus. Und dann kannst du alle Kosten, die dir da entstehen, als Betriebsausgabe buchen. Natürlich musst du das Auto ins Betriebsvermögen aufnehmen und da dann aktivieren und über die Jahre abschreiben. Ein Auto schreibst du in der Regel über 6 Jahre ab. Das heißt, wenn du jetzt zum Beispiel ein Auto kaufst für 59.500 Euro brutto, dann kannst du ja 9.500 Euro direkt im Rahmen der Umsatzsteuervoranmeldung dir vom Finanzamt wiederholen. Es verbleiben also die 50.000 Euro. Diese 50.000 Euro musst du in deiner Buchhaltung dann über 6 Jahre aufteilen. Das heißt, 50.000 Euro durch 6 Jahre sind 8.333,33 Euro. Und diese 8.333 Euro, die kannst du dann jedes Jahr als Betriebsausgabe für dich buchen. Anders verhält es sich natürlich, wenn du das Auto mietest oder ja, der ganze Eigentum gar nicht zu dir übergeht. Das ist bei einigen Leasingverträgen auch der Fall. Dann aktivierst du dieses Auto natürlich nicht und schreibst es nicht ab. Was du dann aber machen kannst, ist, dass du die Mietraten oder die Leasingraten dann einfach als Betriebsausgabe erfasst. Vielleicht noch ein kleiner Hinweis zu dem ganzen Thema Kredite. Und zwar, wenn du dir einfach einen Kredit aufnimmst, um das Auto zu kaufen, dann zahlst du ja monatlich den Kredit ab. Und in diesen Kreditraten sind immer 2 Anteile enthalten. Und zwar einmal den Tilgungsanteil und einmal den Zinsanteil. Hier ist es ganz, ganz wichtig, dass du den Zinsanteil als Betriebsausgabe absetzen kannst. Was du nicht absetzen kannst, ist der Tilgungsanteil. Das heißt, der fällt quasi komplett weg. Was du stattdessen dann hast, sind die Abschreibungsraten. Das heißt, monatlich hast du, wenn du das Auto über Kredit kaufst, einmal den Zinsanteil, also die Zinsen, die du jeden Monat bezahlst, und die Abschreibungsraten jeden Monat.
Der sechste Schritt bei der Anschaffung des Firmenwagens ist zugegebenermaßen kein besonders spaßiger Schritt, aber steuerlich zumindest auch nicht super kompliziert. Und zwar geht es um die Zulassung und deine Versicherung. Und zwar hier an dieser Stelle einfach nur ein wichtiger Hinweis, dass du natürlich alle Kosten für die Zulassung und auch für die Versicherungen als Betriebsausgabe buchen kannst. Es gibt einen Fehler, den ich relativ häufig sehe, und zwar bei den Versicherungen. Die Versicherungen kannst du 100% als Betriebsausgabe absetzen, wenn das Auto ein Firmenwagen ist. Und in diesen Versicherungskosten steht ganz häufig auf den Versicherungsnachweisen immer 19% VST. Auch wenn das ein bisschen irreführend ist, weil 19% VST könnte natürlich für 19% Vorsteuer stehen, sind trotzdem die Versicherungsraten ohne Umsatzsteuer. Und diese Versicherungssteuer kannst du dir nicht vom Finanzamt wiederholen. Das heißt, du buchst diese Raten für die Versicherung ganz normal als Bruttobetrag ohne Umsatzsteuer als Betriebsausgabe und so mindern dann quasi die Versicherungsraten deinen Gewinn und damit dann auch wieder deine Steuerlast. Und damit kommen wir buchhalterisch und steuerlich zum letzten Schritt, und zwar dem siebten Schritt, und zwar der ganzen Integration des Firmenwagens in deine Buchhaltung. Wir haben über viele Punkte schon gesprochen. Du musst das Auto ins Betriebsvermögen aufnehmen, zumindest dann, wenn du Eigentum an diesem Auto erlangst. Wenn du es nur mietest beispielsweise, dann machst du das Ganze nicht. Und dann heißt es Belege sammeln, weil du wirklich alle Kosten, die im Zusammenhang mit diesem Auto entstehen, als Betriebsausgabe erfassen solltest. Auch wenn du mit diesem Firmenwagen mal privat in den Urlaub fährst, also mit der Familie irgendwo in der Toskana bist und dann hast du eine Panne und dann kommt jemand, der hilft dir dabei und du bezahlst dieser Person dafür, dass sie dir geholfen hat, dann ist das natürlich ganz offensichtlich eher ein Familienurlaub gewesen. Aber das Auto, das gehört dem Unternehmen und deswegen sind alle Kosten, die auch irgendwo im Urlaub in der Toskana mit diesem Auto entstehen, Betriebsausgabe. Das heißt, du erfasst wirklich alle Ausgaben, die du mit diesem Auto hast, als Betriebsausgabe. Und dann rechnest du aber obendrauf quasi als Umsatzerhöhung, ich nenne das ganz gerne immer mal fiktiven Umsatz, den privaten Nutzungsanteil, den du ermittelst mit der 1%-Methode oder der Fahrtenbuchmethode. An dieser Stelle einfach nochmal der Hinweis auf diesen Rechner unten in der Videobeschreibung. Rechne das Ganze einfach mal aus, was für dich günstiger ist. Und wenn du zum Schluss kommst, dass das Fahrtenbuch für dich günstiger ist, dann ist mein dringender Appell, nimm ein elektronisches Fahrtenbuch. Nimm nicht dieses Papierheftchen, wo du denn jede Fahrt per Hand eintragen musst. Das ist eine Katastrophe und ich aus der Praxis kann dir sagen, das Finanzamt verwirft solche Fahrtenbücher ganz gerne, weil du musst das wirklich konsequent führen und da gibt es ein paar Fallstricke, die immer wieder gemacht werden und diese ganzen Probleme hast du beispielsweise nicht, wenn du ein elektronisches Fahrtenbuch von Wimca beispielsweise verwendest. Und dann hast du tatsächlich deinen Firmenwagen erfolgreich in deiner Buchhaltung integriert und du hast steuerlich und buchhalterisch alles richtig gemacht. Wenn du dazu noch Fragen hast, was ich mir gut vorstellen könnte, dann schreib mir doch gerne einen Kommentar unter diesem Video und ich versuche dir gerne im Kommentarbereich weiterzuhelfen. Und wenn du dir jetzt Wimca anschauen möchtest, dann klick doch einfach auf den ersten Link in der Videobeschreibung oder klick einfach direkt hier oder schau mal zur Entspannung einfach eins unserer weiteren Steuervideos an. Vielleicht auch zum Thema Buchhaltung, zum Beispiel das hier oder das hier.